Also, willkommen zu dieser Sternstunde. Schön, dass ihr alle so zahlreich hier seid. Das Universum, so groß, so weit und so unendlich schräg. Und wie schräg das ist, das erzählt uns gleich Steini. Und Steini ist schon beim C&C so seit geschätzt so ungefähr für immer. Hat mal irgendwann Mathematik und Physik studiert, ist aber eigentlich gar kein richtiger Mathematiker und Physiker. Kann aber richtig gut übers Universum reden. Also, wir freuen uns ganz doll, Steini heute zu begrüßen. Macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück, spitzt die Ohren und einen herzlichen Applaus für Steini. Ja, wow, vielen Dank. Sind das viele Leute? Ich bin beeindruckt. Ich dachte, es kommen so 20, 30. Aber okay. Das Universum, die Quantenphysik, da will ich euch heute mitnehmen auf eine Reise. Erstmal in die Vergangenheit, vielleicht auch zunächst mal in die Vergangenheit der Wissenschaft, vielleicht so ein bisschen der Physik. Weil wenn man versucht, Laien, blutigen Anfängern Quantenphysik näher zu bringen, dann braucht es wenigstens so ein bisschen eine Voraussetzung wissenschaftlicher Art. Das heißt, ihr müsst ein bisschen verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Ganz früher, Aristoteles und so, da war Physik in erster Linie, also die Naturwissenschaften und Philosophie, so ungefähr das Gleiche. Da bestand das Universum aus vier Elementen: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Alles war relativ einfach. Und damals hat man sich schon gestritten um die Frage, was ist denn das mit dem Licht? Und wenn wir von Quanten reden, dann meint man ja oft Lichtquanten. Es gibt noch andere, aber davon später. Aber das Licht ist irgendwie eine elementare Sache. Die alten Griechen dachten, das Licht geht vom Auge aus, deswegen heißt es auch Augenlicht. Und es wird in die Welt hineingeworfen und deswegen ist sie beleuchtet und man kann was sehen. Und das geht unendlich schnell. Das merkt man ja daran, dass wenn ich die Augen zumache, das macht sie wieder auf, ist alles sofort da. Also es vergeht keine Zeit. Das heißt, Licht ist unendlich schnell, prima. So, und das hat sich relativ lange gehalten, diese Ansicht. Es gab auch Kritiker dieser Ansicht, die konnten sich nicht durchsetzen, weil sowas wie wissenschaftliche Arbeit nach nachvollziehbaren, reproduzierbaren Kriterien, das war nicht so richtig üblich zu dieser Zeit. Das war im Mittelalter jetzt nicht viel einfacher, da kam die Kirche mit ihren Ansichten dazu und wollte möglichst viel von dem verhindern, was den Menschen die Augen hätte öffnen können, Licht hin oder her, bis dann. Wir sind jetzt so im Jahr 1672, Ole Römer, dänischer Astronom, versuchte, das war so, der Galileo hatte irgendwie Fernrohre gebaut und hatte gerade einen florierenden Fernrohrhandel. Und Ole Römer versuchte jetzt ein Problem zu lösen, nämlich das Problem mit der Zeit. Wie kann man die Zeit richtig sauber genau messen, wenn man keine Uhr hat? Also keine Uhr hat, die wirklich genau genug ist. Deswegen hat er, und da war er nicht der Erste, gab es andere vor ihm auch schon, hat er sich die Planeten angeschaut. Wir sind in der Zeit, wo man gerade so wusste, eigentlich hätte wissen können, viele wollten das gerne verneinen noch, dass die Erde eine Kugel ist und um die Sonne kreiselt und dass da noch andere Planeten rumkreiseln. Und Ole Römer hat sich jetzt Jupiter angeschaut und geguckt, wie die Monde um den Jupiter eiern und dass sie das sehr rhythmisch tun. Das ist ja eine tolle Uhr. Wenn man diese Uhr nur genau genug verstehen könnte, hätte man eine sehr genaue Uhr. Damit könnte man jetzt also auch Längengrade auf der Erde. Man könnte wissen, wo man ist, wenn man eine genaue Uhr hat. So hat er sich das gedacht und hat dann eine Tabelle gemacht und da hat er mal reingeschrieben, wann dieser Monde hinterm Jupiter verschwinden. Und die Tabelle hat da viele Monde lang gemacht und festgestellt, scheiße, je nach Jahreszeit, unserer Jahreszeit, ist das unterschiedlich. Wie kann das sein? Und da hat er sich Gedanken drum gemacht und kam dahinter, dass das auf eine bizarre Art unterschiedlich ist, nämlich rhythmisch unterschiedlich. Es ist im Sommer anders als im Herbst, anders als im Winter, anders als im Frühling. Und dann, aber im nächsten Sommer ist es wieder genauso wie im Sommer vorher. Hat also festgestellt, das muss was damit zu tun haben, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und kam dahinter, dass das mit dieser unendlichen Lichtgeschwindigkeit unmöglich stimmen kann, weil er hat eine Beobachtung gemacht, die ließ sich jetzt beim besten Willen nicht mehr anders erklären, außer dass das Licht doch eine endliche Geschwindigkeit hat.
Und das, wenn wir irgendwie weiter weg vom Jupiter sind, das Licht einfach länger braucht, bis es bei uns ist. Als wenn er einmal rum ist, die Erde, und dann bin ich näher am Jupiter, dann braucht das Licht nicht so lang. Und dann hat er, und das ist ganz wichtig bei Wissenschaft, eine Vorhersage gemacht. Er hat für ein bestimmtes Datum vorhergesagt, wann dieser Mond hinterm Jupiter verschwinden wird. Und es war 10 Minuten anders, als das eigentlich in der Tabelle stand, die alle bis dahin gemacht hatten, weil er wusste, naja, die Lichtgeschwindigkeit ist eben endlich. Diese Vorhersage ist eingetroffen. Und damit war jetzt erstmal was in der Wissenschaft sehr wertvoll ist, nämlich der Beweis erbracht, dass die Theorie, die er hatte, nicht so schlecht ist. Ist noch nicht klar, dass das wirklich die einzige ist, aber immerhin, er hat schon mal was sehr gut gekonnt. Er hat nämlich gezeigt, die Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Und mit Licht haben wir es ja bei Quanten auch zu tun. Warum erzähle ich das? Weil Wissenschaft funktioniert dann gut, wenn ich was beobachte, wenn ich aus dieser Beobachtung eine Hypothese herleite, diese Hypothese in eine Theorie überführe, also mathematisch beschreibe, dann aufgrund dieser mathematischen Beschreibung eine Vorhersage mache, ein Experiment erdenke und dieses Experiment durchführe und dann meine Vorhersage eintrifft, dann habe ich in der Naturwissenschaft, in der Physik wirklich was gekonnt. So, und jetzt bewegen wir uns ein paar hundert Jahre in die Zukunft, 1895, 96, so in den 70ern oder wann. Max Planck wollte Physik studieren, alle haben ihm abgeraten, irgend so ein Kollege des Vaters war es, glaube ich, der sagte, ey, mach das nicht, alles erforscht, in Physik kannst du nichts mehr werden. Hat er doch gemacht, es waren so ein paar Sachen nämlich noch komisch. Er hat sich damit sehr viel beschäftigt, da hat er dann festgestellt, war er nicht der Erste, das fand er doof, dann hat er sich mit der sogenannten Schwarzkörperstrahlung beschäftigt. Das ist die Frage, wie leuchten denn schwarze Körper, wenn sie heiß werden? Schwarz deswegen, weil sie dann kein Licht reflektieren, man kann sie sehr gut beobachten, also alles, was von ihnen ausgeht, ist eigenes Licht, das selbst erzeugt wird und nicht welches, das reflektiert wird. Jetzt ist es sehr schwer, stellt euch vor, 1895, echt schwer, schwarzen Körper herzustellen. Also hat er ein Kästchen gebaut, hat ein Loch reingebohrt und er wusste, da wo das Loch ist, da ist echt dunkel. Und dann hat er sich die Farbe des Loches angeguckt, wenn man das Kästchen heiß macht, und hat geschaut, wie gut diese Helligkeit, die Farbe dessen, was er da sieht, mit dem übereinstimmt, was die bis dahin gängige klassische Physik vorhergesagt hat. Und das, was immer Messfehler genannt wurde, stimmte systematisch überhaupt nicht. Es stimmte einfach nicht. Und die Vorhersage war eh so ein bisschen weird, so total komisch, weil die Vorhersage sagte, je mehr Energie ich zuführe, umso kurzwelliger wird das Licht, das da rauskommt. Das hätte ja irgendwann dazu führen müssen, dass es gelb wird, dann wird es irgendwann blau und dann wird es irgendwann ultraviolett. Das heißt, das Kästchen müsste man verschwinden. Das sehe ich dann ja nicht mehr. Das Kästchen verschwindet aber nicht. Vermaledeit, das nennt man die Ultraviolettkatastrophe. Das ist der Beleg dafür, dass diese mathematische Theorie hinter dieser Physik, die man da erdacht hatte, einfach nicht stimmte. Und jetzt hat er daran geforscht und dachte, es ist ein dankenswertes Thema und hat festgestellt, scheiße, es funktioniert beim besten Willen nicht. Und er selbst nannte das den Akt größter Verzweiflung, dass er eine Konstante eingeführt hat, mal einfach so aus der hohlen Hand. Na, so ganz nicht aus der hohlen Hand, die Details erspare ich uns, wären wir nicht fertig heute. Er hat eine Konstante eingeführt, die nannte er H, das Wirkungsquantum. Und die führte dazu, das hat er aber auch gar nicht erkannt so recht, dass die Energie also nicht gleichmäßig übertragen wird, sondern nur in Paketen. Und dieses paketartige Vermitteln der Energie, also nicht gleichmäßig steigern, sondern in immer unterschiedlichen Paketen in dieser Gleichung, führte dazu, dass die Gleichungen gute Vorhersagen machten. Also etwas tat, was in der Vorhersage mit dem übereinstimmte, was er tatsächlich beobachten konnte. Und das hat ihn dann viele Jahre seines Lebens geärgert. Weil er wollte eigentlich diese alte klassische Physik, die fand er gut, die wollte er retten. Und es war ja jetzt nur ein Notgriff, indem er da zu diesem Wirkungsquantum gegriffen hat. Und er hat tatsächlich bis in die 1920er hinein versucht, das wieder loszuwerden, weil der es begriffen hat, warum das Sinn macht und der die Tragweite sofort durchblickte, war Albert Einstein. Der hat 1904, 5 oder so erkannt, verdammt, Max Planck hat recht. Und es ist nicht nur, es ist tatsächlich alle Energie gequantelt. Also alle Energie wird grundsätzlich nur in kleinen Paketen
transportiert, nicht gleichmäßig. Es gibt kein halbes Lichtpaket. Es gibt kein Dreiviertel oder zwei ein Siebtel Lichtpakete. Es gibt nur ganze, zwei ganze, drei ganze, fünf ganze oder 18 ganze Lichtpakete. Und die transportieren eine Menge Energie in Abhängigkeit von ihrer Frequenz. Und das hat er auch nachweisen können anhand des sogenannten photoelektrischen Effekts. Und was die meisten Menschen gar nicht wissen, dafür und nur dafür hat er den Nobelpreis gekriegt. Nicht etwa für E gleich mc Quadrat und allgemeine Relativitätstheorie oder irgend sowas, sondern dafür. Und jetzt überlegen wir uns mal, in welcher Zeit wir gerade waren. 1905, da war die Existenz des Atoms eine Hypothese. Es gab die Atomhypothese. Da war noch überhaupt nicht klar. Also man muss sich mal diesen geistigen Sprung vorstellen, den man macht in einer Zeit, wo das Universum aus einer einzigen Galaxie besteht. Alles, was man sehen konnte, war eine einzige Galaxie. Man dachte, darum ist nichts. Und Atome, naja, puh, das war so ein bisschen noch so eine, ja, kann man drüber streiten. Deswegen hat er den Nobelpreis auch erst in den 20ern gekriegt, nachdem klar war, dass er echt verdammt recht hatte. Jetzt hat er also, Albert Einstein also, zusammen mit den Überlegungen von Planck, die Quantenphysik, die Quantenmechanik weiterentwickelt. Andere kamen dazu. Einstein saß mal mit einem jungen Physiker im Auto, Werner Heisenberg, der erzählte ihm von seiner Unschärferelation. Und da wurde plötzlich Einstein selbst zu einem alten klassischen Physiker und sagt, das ist Quatsch, das ist Unsinn, das ist alles klar, das ist nicht entweder das oder das ist klar. Was heißt die Unschärferelation? Heisenberg hat sich überlegt, ich kann von so einem Quant, er hat eine Mathematik dazu entwickelt, die Matrizenmechanik nannte er das, die funktionierte auch ganz gut, aber die fanden sie alle scheiße. Max Planck fand die scheiße, Einstein fand die auch nicht richtig gut. Und die sagte aber vorher, dass ich von so einem Paket, so einem Energiepaket, kann ich nur entweder genau sagen, wo es gerade ist, oder ich kann genau sagen, in welcher Richtung, mit welcher Geschwindigkeit es sich bewegt. Und das kann ich nicht, so die Vorhersage, weil ich nicht besser messen kann, sondern das kann ich aus Prinzip nicht. Und da fängt es jetzt langsam an, schräg zu werden. Ich kann aus Prinzip, wenn ich ein Teilchen festgenagelt habe und mir es angucke, nicht sagen, welche Energie es hat, wenn ich genau weiß, wo es ist. Und daraus folgt eine Menge komisches Zeug. Das fanden die, also insbesondere auch Einstein, richtig doof. Dann kam ein Erwin Schrödinger, der versuchte, das zu retten. Er hat die Schrödinger-Gleichung erdacht, eine sehr schöne Wellendarstellung dieser an sich Teilchenphysik. Also wir bewegen uns langsam in Richtung dieses Dilemmas zwischen, was ist denn jetzt so ein Licht eigentlich? Dass es eine Geschwindigkeit hat, wissen wir. Aber ist es jetzt eigentlich eine Welle oder ist es ein Teilchen? Was denn nun? Ist es ein Quant, so wie die Quantenphysik, die jetzt ja sehr neu war, behauptet? Oder ist es vielleicht doch eine Welle, wie eigentlich naheliegend war? Schrödinger hat eine Wellengleichung erstellt, die funktionierte auch hervorragend. Das heißt, jetzt funktionierten schon zwei Gleichungssysteme hervorragend, die mit Matrizenmechanik und die Wellenmechanik von Schrödinger. Max Planck fand die viel eleganter, aber die führte jetzt auch zu bizarren Vorstellungen. Jetzt muss man sich überlegen, das ist alles theoretisch, was die da gemacht haben. Das heißt, die haben wirklich als theoretische Physiker relativ wenige tiefgreifende Forschung experimentell machen müssen, sondern haben sich dem allem irgendwie versucht, durch Nachdenken zu nähern. Und das geht natürlich nur, wenn man es durchdringt und mathematisch dann auch versucht hinzuschreiben. Das ist eine wichtige Funktion der Wissenschaft. Die ganze Wissenschaft ist nichts wert, wenn ich keine funktionierende Mathematik, also in der Physik keine funktionierende Mathematik dazu nenne. Und jetzt haben wir also folgendes Phänomen und jetzt musste das irgendwie rausgefunden werden. Was ist es denn? Ist es ein Well oder ein Teilchen? Hat jemand vorgeschlagen, und das habt ihr alle schon mal gehört, das sogenannte Doppelspaltexperiment. Doppelspaltexperiment funktioniert so: Ich schieße mit Licht durch zwei sehr dünne, sehr eng beieinander liegende Spalten. In der Hoffnung, das Licht ist ja eine Welle, das wird jetzt trifft auf diesen Spalt und hinter dem Spalt breitet es sich jetzt sozusagen ringförmig
aus wie eine Welle. Und da ich zwei Spalten habe und diesen beiden Wellen miteinander, das könnt ihr euch vorstellen, ihr schmeißt zwei Steine ins Wasser, dann machen die Wellen so miteinander. Hier löschen sie sich aus, da verdoppeln sie sich. Am anderen Ende habe ich einen Bildschirm, da sehe ich jetzt ein sogenanntes Interferenzmuster. Das ist ein lustiges Wellenmuster, so ähnlich wie man sich das vorstellen könnte, wenn so eine Welle irgendwo ranklatscht und da Farbskleckse an der Wand macht. Gesagt, getan, so war das auch. So kam das raus und jetzt war aber ja noch die Quantenphysik im Raum. Die sagte, so ein Lichtquant ist ein Teilchen. Jetzt kann man das interessante Experiment sich vorstellen, machen konnte man es damals nicht ohne weiteres und sagen, okay, ich gucke mal nach, ganz genau, durch welchen dieser beiden Spalten ist es denn gegangen. Jetzt mache ich einen Detektor ran, der erkennt Quanten, der erkennt Lichtteilchen oder elektromagnetische Teilchen, könnt ihr ja auch Elektronen da durchschießen und siehe da, sobald ich nachschaue, macht es das nicht mehr. Sobald ich nachschaue, durch welchen der beiden Spalten das Licht gegangen ist, verhält es sich nicht mehr wie eine Welle. Und das ist doch irgendwie komisch. Weil woher weiß denn das Teilchen, dass ich nachschaue? Und es wird noch komischer und da muss ich euch ein bisschen, ist ein bisschen, also da müssen wir könnten jetzt stundenlang darüber reden, wie man das genau rausfindet. Wir müssen ein paar Sachen glauben, weil was ich ja möchte, ist, ich will euch dafür faszinieren und begeistern, euch selbst damit zu beschäftigen. Was man jetzt zeigen kann, ist, dass es, wenn dieses Teilchen durch diese Doppelspalt geht, dann ist es nicht etwa so, dass es, wenn ich nicht hingucke, halt durch einen der beiden Spalten gegangen ist. Und danach mit einem anderen Teilchen, das durch den anderen Spalt gegangen ist, das irgendwie auch eine Welle ist, wechselwirkt, sondern es ist so, dass es tatsächlich sowohl durch den einen als auch durch den anderen Spalt geht. Das müsst ihr mir jetzt leider glauben, weil das können wir hier experimentell nur schwer nachvollziehen, aber man kann die Lichtquelle so weit runterdrehen, dass die ganz, ganz dunkel ist, sodass da eigentlich nur noch einzelne Photonen rauskommen. Und die kann ich detektieren. Ich mache irgendwo einen Schirm hin, dann macht es Pling und ich sehe einen Punkt, wenn da ein Photon aufgeklatscht ist. Das heißt, ich sehe einzelne Photonen mit diesem Schirm. Und jetzt stelle ich diesen Doppelspalt dahin und schieße ein einzelnes Photon in diese Richtung. Und auf der anderen Seite des Spalts klatscht es irgendwo an die Wand, aber nicht so, wie es durchgeklatscht wäre, wenn es durch eine der beiden Spalten gegangen wäre, sondern so, wie es ranklatschen würde, wenn es mit sich selbst gewechselt wirkt hat. Und man kann beweisen, das ist ein komplizierter Beweis, aber man kann beweisen, das ist final 1999 erst gelungen, man kann beweisen, dass dieses Teilchen sowohl durch den einen als auch durch den anderen Spalt gegangen ist. Und schlimmer noch als das, es ist auch jeden anderen Weg gegangen, den es hätte gehen können. Solange ich nicht hinschaue, so, und es wird schlimmer. es geht nicht nur jeden dieser, jetzt die Schröder, also da müssen wir ausholen, die Schrödinger-Gleichung, die sagt voraus, und da hat sich Albert Einstein auch mit den, also die Niels Bohr und Albert Einstein, einer, also Niels Bohr ist einer von diesen Borsches Atommodell, das kennt ihr, ist übrigens totaler Unsinn. Ja, wenn ihr mal gelernt habt, dass Elektronen um Atomkerne kreisen, ist totaler Schwachsinn. Das stimmt hinten und vorne nicht. Es hat mich in der Schule schon wahnsinnig gemacht, weil mein Lehrer das nicht erklären konnte, weil ich meinte, Moment mal, Atomkern irgendwie positiv geladen, Elektronen irgendwie negativ geladen, die sausen jetzt außenrum. Da sind jetzt mehrere Elektronen, die außenrum, aber Elektronen sind doch negativ, die stoßen sich doch ab. Wie können die denn unbeeinflusst voneinander außen in Schalen um diesen Atomkern drumherum kreisen? Das können die wirklich nicht, das ist nämlich Quatsch. Das ist nur der Anschauung wegen und das ist das Problem der Quantenphysik. Sie ist nicht anschaulich und zwar überhaupt nicht. Man kann sie sich nicht, sie deckt sich überhaupt nicht mit unseren Vorstellungen von dieser Welt. Und wie gesagt, ich habe versprochen, es wird noch schräger. Man kann ein Experiment machen, die Schrödinger-Gleichung legt es nahe. Die Schrödinger-Gleichung sagt voraus, dass man zwei Teilchen so miteinander verschränken kann, dass es quasi ein Teilchen ist, dass es sich verhält wie ein Teilchen. Jetzt haben diese Teilchen, und das tut die Schrödinger-Gleichung, die sagt
die sagt nicht, wo das Teilchen ist oder wie sie es verhält. Es gibt nur Wahrscheinlichkeiten an. Es sagt nur, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werde ich das Teilchen hier oder da antreffen, wenn ich nachschaue. Das ist immer der wichtige Punkt, wenn ich nachschaue. Wenn ich nicht nachschaue, ist es überall da, wo es sein kann, gleichzeitig, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit halt eben hier. Jetzt ist das bei diesen zwei Teilchen irgendwie schräg, weil diese zwei Teilchen sind wie ein Teilchen. Die können aber an zwei verschiedenen Orten gemessen werden, weil es sind ja zwei Teilchen. Und die hängen aber voneinander ab. Die sind quasi ein Teilchen. Die teilen sich also quasi ihre Entropie, ihre Informationen. Wenn ich jetzt also so ein Teilchen, jetzt müssen wir kurz ausholen, ein halbdurchlässiger Spiegel ist ein ganz einfaches Ding, da geht Licht durch und zwar die Hälfte. Das heißt, wie macht es das? Ich klatsche da ein Photon rauf und jetzt gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieses Photon da durchgeht oder nicht. Und diese Wahrscheinlichkeit liegt genau bei 50%, sonst wäre es ja nicht halbdurchlässig. Das ist logisch. Nichts, aber auch gar nichts ist die Ursache dafür. Und das ist ein wesentlicher, wichtiger, schreibt es euch hinter die Ohren, ein wesentlicher Fakt der Quantenmechanik ist, es gibt Ursachen und grundlosen Zufall. Das ist bizarr, weil normalerweise könnte man sagen, und diese Auffassung vertrat Einstein extrem lange in seinem Leben, zu sagen, Gott würfelt nicht. Es gibt diesen total grundlosen Zufall nicht, ich weiß nur nicht alles. Das ist nicht wie eine Münze. Wenn ich eine Münze schmeiße, kommt ein zufälliges Ergebnis. Aber wüsste ich jetzt alles, alle Anfangsparameter, Luftdruck, Luftgeschwindigkeit, Bewegung und so weiter, könnte ich vorhersagen, welche Seite oben liegt. Von diesem Quant kann ich nicht vorhersagen. Egal. Und ich kann nachweisen, es gibt einen Beweis, der beweist, dass ich nicht wissen kann, ob es durchgeht oder nicht. Es ist absoluter, vollständiger, bizarrer Zufall. Grundlos. Und jetzt habe ich zwei von diesen Teilchen, die erzeuge ich in einem photonischen Kristall, braucht euch nicht interessieren. Ich erzeuge jetzt also zwei verschränkte Photonen, das eine geht in diese Richtung, das andere geht in diese Richtung. In dieser Richtung beobachte ich, mehr kann ich ja nicht machen, ob es durch den Spiegel durchgegangen ist oder nicht. Wenn ich das hier getan habe, an diesem Ende, dann wird es auf der anderen Seite genau das Gleiche getan haben, obwohl es vollständig zufällig ist. Woher weiß dieses Teilchen dann, dass das da durchgegangen ist? Und das ist eine der Kernfragen der Quantenmechanik. Diese Frage kann euch niemand beantworten, bis heute nicht. Es wird noch schräger. Ich kann das sogenannte, könnt ihr nachgoogeln, Delayed Choice Quantum Eraser Experiment machen. Damit kann ich zeigen, dass diese Eigenschaft auch quasi rückwärts in der Zeit zutrifft. Wie mache ich das? Das Experiment ist kompliziert, das erkläre ich euch jetzt nicht. Ich mache das hier an dieser Stelle von normalen Menschen, die versuchen das zu erklären, übliche Münzenerklärungsmodell. Ich habe zwei Münzen. Normalerweise schmeiße ich hier eine Münze hoch, klatsche die auf den Tisch, ist eine 1 oder eine 0 oder ein Kopf oder eine Zahl, mache ich hier das Gleiche hier auch. Die beiden sind völlig unabhängig voneinander. Habe ich zwei verschränkte Münzen, werfe ich die beide hoch, greife ich die beide aus der Luft, klatsch rauf, dann gucke ich hier, habe ich hier garantiert auch Kopf. Und jetzt wird dieses Quantum Eraser gedöns, also dieses Experiment, mit dem man zeigen kann, dass das auch rückwärts an der Zeit funktioniert. Ich schmeiße beide Münzen los. Jetzt nehme ich die und klatsche die auf den Tisch, die hier kreiseln noch. Ja? Ihr seht sie kreiseln. Hier hat sich bereits entschieden, was passiert ist. Hier liegt ja jetzt entweder Zahl oder Kopf. Ich verarsche, jetzt nehme ich dieses Quant. Das hier kreiseln noch, jetzt nehme ich das, gucke ich hier nach, ist hier Zahl. Was ist hier? Ihr habt es verstanden. Geil. So, das ist die Quantenverschränkung und ist das, was Einstein die spukhafte Fernwirkung nannte. Das, wo er sagt, also zwei Dinge, wo Einstein sagt, so, ja? Zufall, absoluter Zufall, ist schräg, gibt es nicht. Gott würfelt nicht und die spukhafte Fernwirkung, damit wollte er nichts zu tun haben, weil daraus folgt jetzt was. Daraus folgt nämlich, dass wir uns verabschieden müssen von unserer Weltanschauung, und zwar völlig. Im Innersten ist die Welt so aufgebaut, ich fasse zusammen, dass ich von einem Teilchen nicht weiß, in welchem Zustand es sich befindet, solange ich nicht hinschaue. Das ist jetzt nicht nur, dass ich es nicht weiß, weil ich es nicht sehe,
sondern weil es sich in dem Moment noch nicht entschieden hat. Das klingt erstmal banal. Jetzt stellt euch aber ein radioaktives Teilchen vor. Dieses radioaktive Teilchen schwirrt durch den Weltraum. Jetzt ist das gleichzeitig in dem Zustand, es ist schon zerfallen, es ist also schon ein anderes Teilchen, ja, also kein Uran mehr, sondern ein whatever, Deuterium, keine Ahnung, kein Atomphysiker, plus irgendwie Elektronen oder Alpha-Teilchen oder was da rauskommen mag. Das ist also sowohl noch ein Uran als auch schon was anderes, solange niemand hinschaut. Das heißt also, jetzt kommt dieses Teilchen auf mich zu und solange ich dieses Teilchen nicht beobachtet habe oder dieses Uran nicht beobachtet habe, kann ich nicht sagen, nicht nur, weil ich es nicht kann, weil ich nicht hinschaue, was irgendwie offensichtlich ist, witzig, sondern ich kann es aus dem Prinzip der Sache nicht sagen, weil es noch nicht entschieden ist. Und deswegen, ihr Lieben, ist es überhaupt nicht so klar, ob der Mond auch da ist, wenn keiner hinschaut. Das ist kein Scherz. Oder die Frage, die damals zurechtgestellt wurde, müsste nicht jemand permanent auf den Mond schauen, damit er wirklich da ist? So, und jetzt kommen wir zur Kernfrage der Quantenphysik und dann wechseln wir schon fast das Thema Richtung Kosmologie. Das hängt nämlich eng miteinander zusammen. Deswegen sitzt er vielleicht auch ein bisschen hier. Jetzt kommen wir zu der Kernfrage, die so ein bisschen, also, was genau ist eigentlich dieses Hinschauen? Was ist diese Messung? Wann fällt also, man nennt es den Kollaps der Wellenfunktion, der Schrödinger-Gleichung, wir hatten es gerade, wann fällt diese Wellenfunktion in sich zusammen? Und das tut sie, und das ist bizarr, eben mit Licht, also mit Überlichtgeschwindigkeit. Es tut sie sofort. Es ist schlagartig klar. Wenn ich hier das Teilchen beobachtet habe, ist es also nicht hier. Oder wenn hier dieses Teilchen durch den Spiegel durchgegangen ist, ist es im gleichen Moment da drüben entweder auch durchgegangen oder nicht. Das heißt, diese Information, die hier ja nicht ausgetauscht werden kann, weil seit Einstein wissen wir, da geht keine Information schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Irgendwie wissen diese beiden Teilchen voneinander und das bricht in sich zusammen, dieser Überlagerungszustand, so nennt man das, in dem Moment, wo ich hinschaue, in dem Moment, wo ich nachmesse, in dem Moment, es kann nicht sein, dass das Teilchen entweder da ist oder da und wenn ich es da gemessen habe, dann verschwindet es hier so langsam. Es ist sofort hier nicht, es ist völlig klar. Wenn ich es hier gemessen habe, war es nicht da. Und zwar instantan. Aber vorher war es an beiden Orten gleichzeitig. Macht euch das klar. Ein Elektron, das hier von diesem Ding, solange keiner hinschaut, kann überall im Universum sein. Jetzt gerade. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht nur nicht, sondern es ist an jedem Ort, an dem es sein kann, gleichzeitig. Es taucht erst wieder hier auf, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn ich nachschaue. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr da ist. Und das ist zum Beispiel auch der Quantentunneleffekt, den ihr schon mal vielleicht gehört habt. Wenn jetzt Quanten durch einen Isolator durchtunneln, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie dann doch auf der anderen Seite waren. Weil die Wellenfunktion schmiert sich jetzt irgendwie über diesen Isolator drüber und das kann man messen. Man kann es nachmessen. Und das ist der Grundsatz der Physik. Ich kann nachmessen, ob diese Effekte stimmen oder nicht. Ich kann nachmessen, ich kann prüfen. In dem Fall, wer es googeln möchte, durch die Bell'sche Ungleichung kann ich nachweisen, dass die Information nicht von vornherein drin steckt, ob beide verschränkten Photonen, es war schon klar, als sie erzeugt wurden, dass sie durch den Spiegel gehen. Nein, ist nicht der Fall. Es ist zufällig, ob sie da durchgehen und es entscheidet sich in dem Moment, in dem ich nachschaue. Und der Kern der Frage ist, was genau ist eigentlich Nachschauen? Was genau ist eine Messung? Ist Messung ein Messgerät hinhalten oder zeigt es an? Und damit ist klar, was passiert ist, oder ist eine Messung erst, weil das Messgerät selber könnte ja in einem Überlagerungszustand zwischen gemessen und nicht gemessen sein. Das weiß ich ja nicht, solange ich nicht hingucke. Ist also, und das ist eine Frage, die bis heute völlig unbeantwortet ist, da gibt es Hypothesen und Interpretationen noch und nöcher, aber es gibt keine Antwort darauf. Und das macht die Quantenphysik so total faszinierend. Es ist nicht klar, ob es zum Beispiel notwendig ist, dass ein Bewusstsein wahrnimmt, ob die Messung stattgefunden hat oder nicht. Das kann bis heute niemand zweifelsfrei beantworten. Es gibt Grund zu der Annahme, dass das auch ohne Bewusstsein passiert, aber so richtig sicher ist man sich da nicht. Es gibt keinen Beleg, keine Messung, die das nahelegt, sondern nur Vermutungen und Gleichungen, die so uns da ein bisschen in die Richtung drängeln, das anzunehmen. Aber könnte sein, das hat Erwin Schrödinger zum Beispiel auch zu den denkwürdigen Worten hinreißen lassen, die Gesamtanzahl des Bewusstseins im Universum ist genau gleich 1.
Und damit meinte er sein eigenes, schätze ich mal. Nämlich alles andere, darüber kann er keine Aussage machen. Jetzt kommen wir mal zu dem anderen Teil der Veranstaltung, nämlich der Kosmologie. Was hat denn das jetzt mit Kosmologie zu tun? Das hat das damit zu tun, dass wir, ach so, da müssen wir gleich noch mal ein bisschen ausholen. Irgendwann so in den 1920er, 25er, ich weiß nicht genau, wann es war, Edwin Hubble hatte ein riesenlanges Teleskop und mit dem guckte er in die Welt und stellte fest, das war vielleicht sogar ein bisschen früher, glaube ich, weiß ich nicht, stellte fest, wow, es gibt mehr als nur eine Galaxie, weil er konnte andere sehen. Plötzlich mit einem guten Teleskop und er konnte noch was machen, das sprengte auch dieses Weltbild, dass es nur eine Galaxie gibt. Er konnte mehr als eine Galaxie sehen, er konnte was anderes sehen anhand von explodierenden Supernovae Klasse 1a. Die machen ein ganz klassisches Bild, die machen so krass hell in einem ganz typischen Profil, machen die so einen Helligkeitsausbruch, der ist so hell wie das Zentrum einer ganzen Milchstraße. Ein einzelner Stern, viele Milliarden Sonnenhelligkeiten hell knallt so ein Supernova 1a. Das kann man nehmen, um zu gucken, wie hell ist es denn und wie schnell bewegt sich es denn. Das macht man durch die Rotverschiebung. In dem Fall übrigens auch kein Doppeleffekt, sondern ein relativistischer. Das muss euch nicht interessieren. Ich kann anhand von solchen Supernovae sehen, wie weit weg ist denn so eine Galaxie und wie schnell bewegt sie sich von uns weg. Und er hat festgestellt, dass sie sich alle von uns wegbewegen. Und das ist doch irgendwie bedenklich, weil es sagt, dass sie früher alle enger beieinander waren. Und noch früher noch enger. Und noch früher noch enger und noch früher, ihr ahnt es schon, noch enger. Und das kann man jetzt zurückrechnen. Da kann man jetzt neuere Untersuchungen, man kann das genauer messen und man kann feststellen, dass die alle vorher mal, ich habe es in der Einführung geschrieben, schon mal in einem Punkt sich vereinten, in sowas Bizarren wie einem Punkt der Größe einer Quantenlänge. Das ist so 10 hoch minus, wie viel waren es, 34, 35, ist extrem klein. Das ist die kleinste Länge, die wir physikalisch noch vernünftig darstellen können. Für alle kleineren Längen würden Teilchen wegen der Unschärfenrelation sofort zu schwarzen Löchern. Deswegen macht unsere Physik in diesen Größen keinen Sinn mehr. Ist aber auch egal. Das heißt, das ganze Universum war mal... Ja, wir können einfach keine Aussage darüber machen, deswegen zuckt der Physiker mit den Schultern und sagt, ja Leute, weiß ich auch nicht. Ja, der Physiker sagt auch nie warum, er sagt immer nur wie etwas funktioniert. Warum, das tun dann die Philosophen, da gibt es auch die Interpretation der Quantenmechanik und die Kopenhagener Deutung, wo sie dann sagen, ja ist doch egal, rechne es halt aus. Ja. So, Einstein war ganz anderer Auffassung, der meinte, es müsste schon real sein. Und das ist das Problem. Wir müssen, also kurz zurück zur Quantenphysik, hatte ich vergessen, wir müssen uns verabschieden von einem der beiden Konzepte, nämlich ist unsere Welt lokal, das heißt, haben Dinge einen echten Ort, dann müssen wir uns davon verabschieden, dass sie real ist. Ja, also, oder ist sie real, aber dann haben die Dinge keinen echten Ort. Dann ist das Konzept Ort, Raum und Zeit irgendwie... Scheiße, funktioniert einfach nicht mehr. Ja, dann ist das, wie wir heute Raum und Zeit wahrnehmen, einfach reine Illusion. Und nicht wirklich das, was da im Kleinsten passiert, nicht greifbar. Nicht in diesen Dimensionen, nicht in dieser Wahrnehmung greifbar. Zurück zur Kosmologie. Wir sind also jetzt zurück, wir haben zurückgerechnet an den Anfang des Universums, das ganze Universum. Und das versteht man besser, wenn man versteht, dass so Dinge, Teilchen bestehen aus Protonen, aus Neutronen, aus Elektronen. Protonen und Neutronen bestehen jeweils aus Quarks und Quarks haben, soweit wir heute wissen, keine Größe. Scheiße. So, und dann kommt der Stringtheoretiker und sagt, ja, aber doch, aber ganz klein ist halt so ein String. Aber interessiert uns im Augenblick nicht nach der heute klassischen, ich nenne sie jetzt mal klassischen, die Quantenmechanik, also nach der heutigen Auffassung der Nicht-String-Theoretiker haben Quarks keine Größe. Die sind also nicht irgendwie groß, die bestehen aus reiner Energie. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen, alles, woraus ihr so besteht, besteht aus reiner Energie. Das sind so stehende Wellen, die so in sich wabern, aber keine Größe haben, also schwingende Energie, die irgendwie keine Größe hat, die auch nur, und dann müsst ihr mal überlegen, so ein Proton hat ja eine Masse, ne? Die kann man auch messen, ist kompliziert, könnt ihr nachlesen, wie man das macht. Und jetzt kriegt man raus, drei Quarks haben jetzt irgendwie auch eine Energie und auch dadurch irgendwie eine Masse, vielleicht auch irgendwie eine Ruhemasse. Aber
Das ist überhaupt nicht identisch mit der Masse des Protons. Diese drei Quarks, die wiegen gerade mal 3% oder so dessen, was so ein Proton wiegt. Der Rest dieser Masse kommt aus der Energie, der da hin und her flutscht, und aus der, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Quantenfluktuation. Was ist Quantenfluktuation? Das ist ein bizarres Konstrukt der Heisenbergschen Unschärferelation. Wenn es nur schnell genug geht, dann kann, also unterhalb der Planck-Zeit, die Planck-Zeit ist die Zeit, die das Licht braucht, um durch die Planck-Strecke zu fliegen, also diese 10 hoch minus 34 oder 35, die ist irre kurz, diese Zeit, aber unterhalb dieser Zeit gilt unsere Physik nicht. Das heißt, da darf sie auch beliebig verletzt werden, da darf auch der Energieerhaltungsversatz verletzt werden. Alles, was ihr gelernt habt, was heilig und wichtig in der Physik ist, unterhalb der Planck-Zeit überhaupt kein Problem. Da kann also spontan so viel Energie entstehen, dass ein Teilchen entsteht, immer zwei, logischerweise, weil ich habe ja dann irgendwie ein Teilchen und sein Antiteilchen. So, die müssen nur schnell genug wieder verschwinden. Dann ist ja die Physik auch nicht versetzt, es ist in Summe zwei Striche drunter, ist alles wieder null, alles ist wieder gut. Der theoretische Physiker ist zufrieden. Ja. So, alles prima, Fisch geputzt. Jetzt haben wir aber, wenn das halt ständig passiert, und das passiert tatsächlich wirklich ständig, dann haben wir, da entsteht Energie und vergeht wieder. Und diese Energie trägt jetzt tatsächlich und ehrlich zur Masse dieses Protons bei. Also virtuelle Teilchen, die irgendwie aus dem Nichts entstehen und wieder verschwinden. So, und jetzt stellen wir uns mal, also wir haben festgestellt, alle Materie, die ihr kennt, besteht eigentlich irgendwie aus ganz kleinen Teilchen, die, wenn man noch genauer hinguckt, eigentlich irgendwie nichts sind, außer für die Stringtheoretiker. So, und jetzt wird auch klar, warum alles an Materie, das ist eigentlich keine Materie, Einstein hat es ja auch gesagt, E gleich mc Quadrat, das ist ja alles Energie, also diese ganze Energie, Materie, alles, woraus ihr besteht, war also mal völlig klein zusammengepresst in einem Raumsegment, das so klein ist, wie, ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Ein Millionstel, Milliardstel, Milliardstel, Milliardstel eines Meters irgendwie. Also all diese Energie passte da rein, weil sie ja quasi aus nichts besteht, weil, und das ist jetzt die Idee dahinter, und die ist aber noch nicht bewiesen, aber das ist die Idee des Ursprungs des Universums, dieses ganze Universum könnte aus einer Quantenfluktuation entstanden sein, also einer Verletzung dieser Physik im Kleinsten, die so groß war vielleicht, so könnte man sich das vorstellen, ist ein bisschen bizarr schwer vorzustellen, dass sie so groß war, dass in diesem Raum was passierte, nämlich dass er sich explosionsartig ausgedehnt hat. So schnell, und das verletzt übrigens auch die Relativitätstheorie nicht, dass der Raum zwischen den Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit mehr wurde. Das heißt, die Teilchen haben sich überhaupt nicht bewegt, aber der Raum zwischen ihnen wurde so schnell mehr, dass sie sich quasi trotzdem mit Überlichtgeschwindigkeit voneinander entfernt haben, sodass sie sich einfach nicht wieder gefunden haben, um wieder im Nichts zu verschwinden. So, und das nennt man die kosmische Inflation, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Da wurde nämlich neulich behauptet, ja, wir haben sie gefunden, wir konnten sie nachweisen. Weil bisher kann man, und das finde ich auch schon sehr bemerkenswert, die Hintergrundstrahlung, die man sich heute anschaut, da schaut man zurück. Heute ist das Universum 13,82 Milliarden Jahre alt. Man kann zurückschauen mit entsprechenden Messgeräten bis auf einen Zeitpunkt 300.000 Jahre rund nach dem Beginn des Universums. Das ist nämlich der Zeitpunkt, zu dem das Universum durchsichtig wurde. Vorher war das alles ein großes Plasma, die Photonen gab es so gar nicht. Das war alles Energie und undurchsichtig. Und nach 300.000 Jahren oder so, manche sagen auch 100.000, das weiß keiner so genau, wurde es langsam durchsichtig. Und was wir jetzt sehen, ist die Hintergrundstrahlung. Das sind so Flächen von Temperaturschwankungen im Hintergrund des Universums, wenn man so will. Und diese Schwankung, das, was man da sieht, diese Helligkeitsunterschiede in diesen Bildern, das ist letztlich die Ursache dafür, dass sich überhaupt Planeten, Sterne, Galaxien und so weiter gebildet haben. Sonst hätte sich ja alles gleichmäßig, komplett gleichmäßig verteilt und dann wäre gut gewesen. Aber das, was wir da sehen, wenn die Physik von heute recht hat, ist die Quantenfluktuation des Raumes zum Zeit des Beginn des Universums. Das dazu geführt hat, dass sich jetzt also überall Planeten und Sterne und so weiter bilden und die Sterne dann explodieren und die physikalischen Gesetze sozusagen bilden in dem Moment, wo das Universum entstanden ist, auf eine sehr, sehr, sehr quantenmechanische Art und Weise.
Und jetzt gab es eigentlich einen Beweis dafür, den hat das BSEP-2-Experiment mal zu führen versucht. Die haben also festgestellt, dass bei dieser kosmischen Inflation, die bisher nur eine Theorie ist, dass bei der hätte was passieren müssen, nämlich sogenannte Gravitationswellen. Das kann man sich so vorstellen, wenn jetzt schlagartig unsere Sonne einfach mal so verschwinden würde, weil mit Überlichtgeschwindigkeit der Raum sich zwischen uns und Sonne ausdehnt, dann wäre also die Sonne einfach weg. Dann würde jetzt im Raum, der ist ja gekrümmt durch die Sonne, ist schwer vorstellbar, macht aber nichts, der würde jetzt irgendwie so Bogen machen. Und das wäre eine Gravitationswelle. Das würde also machen, dass unser Raum hier kleiner und wieder größer würde. Ja, eine Gravitationswelle würde, und die würde man sehen in der Polarisation der Hintergrundstrahlung. Und BSEP 2 hat das gemessen und wollte damit die kosmische Inflation nachweisen. Das ist ihnen nicht gelungen. Aus einem ärgerlichen Grund, sie haben den Korrekturfaktor, den sie einfliegen mussten, weil Staub im Universum auch die Polarisation verändern kann, den hatten sie von einer PowerPoint-Folie vom Planck-Experiment, vom Planck-Satelliten abfotografiert, weil das noch nicht veröffentlicht war. Und drum war das halt nicht so richtig genau. Und jetzt gibt es eine 8%ige Chance dafür, dass sie doch nicht recht haben. Und 8% Irrtumsmöglichkeit reicht einfach bei einem der wichtigsten Experimente unserer Zeit überhaupt nicht aus, um zu sagen, okay, damit ist 8% Unsicherheit, lassen wir mal unter den Tisch fallen. Man könnte sagen, damit wäre die Inflation belegt. Das ist sie nicht, weil 8% sind halt einfach viel zu großer Fehler noch. Das heißt, jetzt wird weiter dran geforscht. Ihr könnt euch darauf freuen, wenn das tatsächlich der Fall ist, dass die kosmische Inflation belegt wird durch ein solches Experiment, dann ist damit auch belegt, dass der Urknall wirklich so gewesen ist, dass wir also wirklich letztlich aus einer Quantenfluktuation entstanden ist. Da gibt es genug Raum zum Forschen. Kann ich trotzdem noch, also alles lohnt sich immer noch, Quantenphysiker oder Kosmologe zu werden, weil immer noch steht die Frage im Raum, was ist denn außerhalb, was ist denn in dieser uns nicht bekannten Physik? Kleiner der Planck-Größe, kürzer der Planck-Zeit. Ganz kompliziert. Zu ganz vielen Themen kommen wir gar nicht. So einen Vortrag kannst du 3 Stunden halten, bist du noch lange nicht im Pudding angekommen. Aber wenn dieses Experiment irgendwann bestätigt wird, dann ist klar, erstens, dass unser Universum aus einer Quantenfluktuation entstanden ist, dass außerdem es ausgesprochen naheliegend ist, dass es viele davon gibt, viele Universen mit vielen verschiedenen Physiken in ihnen, weil eins kann man ja schon als sehr bizarr darstellen, nämlich dass wir hier sind, ist ja wahnsinnig unwahrscheinlich. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder hatte irgendjemand seine Hand im Spiel, so ein gottmäßiger Wesensheini, oder aber es war so unwahrscheinlich, wie es ist, weil das ist reiner Zufall war, dass was einmal passiert ist, was zu so bizarrem, unwahrscheinlichen Megaglück geführt ist, ziemlich unwahrscheinlich. Es könnte aber auch sein, dass einfach genau das permanent überall und immer wieder passiert ist und dass wir halt einfach nur dadurch, dass wir hier sind, der Beweis dafür sind, dass es einmal so passiert ist, dass man da sein kann, weil sonst wären wir nicht hier und könnten es nicht sehen. Logisch? So. Also, jetzt könnte man noch auf das Higgs-Boson eingehen, wir schaffen es in einer Stunde gar nicht. Und also wir können auch gerne, wer Bock hat, wir können danach gerne weitermachen, irgendwann nicht heute, muss gleich weg, aber morgen gerne. Mich finden und drüber reden, mache ich gerne. Ich fasse zusammen, es ist nicht nur hypothetisch, nicht nur theoretisch, sondern es ist im Augenblick sehr naheliegend. Nach allem, was wir wissen, dass das Universum irgendwie... Wie, weiß immer noch keiner? Gibt es neue Theorien, Superstring, Supersymmetrie, M-Theorie, könnt ihr alles nachlesen, macht richtig Spaß, richtig kompliziert. Dass das Universum irgendwie mal sehr, 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 sehr klein war, kleiner als alles, was wir uns vorstellen können. Alle Energie, alle Materie, alles, was da drin ist, war da mal drin. Dass es sich rasant ausgedehnt hat, ach so, was wir vergessen haben, dunkle Energie, dunkle Materie. Ja, die ist noch ganz wichtig, weil die kann man messen. Das ist kein, oh, ja, wissen wir auch nicht, nennen wir es mal dunkel, sondern ich kann sehen, Spiralgalaxien drehen sich viel schneller, als sie das eigentlich dürften,
wenn die Materie, die wir sehen können, alle Materie ist, die da ist. Man kann sehr genau messen, dass da noch mehr Materie sein muss, die man nicht sehen kann. Und man kann außerdem inzwischen sehr genau messen, dass sich weit entfernte Galaxien von uns sehr viel schneller wegbewegen, als sie das dürften, wenn sich das Universum gleichmäßig oder sogar verlangsamt ausdehnen würde. Das heißt, wir stellen fest, das Universum dehnt sich beschleunigt aus. Es wird schneller dabei, also muss noch irgendeine Energie das Universum auseinandertreiben. Niemand weiß, was das für eine Energie ist, aber die dunkle Materie und die dunkle Energie, also dunkel heißt nur, wir wissen es nicht, aber wir sehen, dass sie da ist. Wir können sie wirken sehen. Ja, diese dunkle Materie und diese dunkle Energie machen, weiß ich, 95-98% der gesamten Energie im Universum aus. Das heißt, das, was wir sehen können, alle Energie der Sterne, die Planeten, wir alle hier, machen eigentlich nichts. Wir sind eigentlich völlig irrelevant in diesem Energiegefüge des gesamten Universums. Wir können aber sehen, dass es da ist. Und wenn wir jetzt, und jetzt haltet euch fest, damit kommen wir auch schon fast zum Schluss, alle diese Energien zusammenzählen und den Umstand, dass wir nachweisen können, dass das Universum komplett flach ist. Das ist also nicht irgendwie im großen Maßstab gekrümmt, in sich nach innen oder nach außen gekrümmt ist oder so, sondern total flach ist. Wenn wir all diese Energien zusammenrechnen, die positiven, die auseinandertreibenden, die anziehenden insgesamt und machen zwei große Striche drunter, dann kommt genau null raus. So, und das ist ein weiteres Indiz dafür, kein Beleg, aber ein weiteres Indiz dafür, dass das Universum, so wie wir es kennen, so wie wir es hier sehen, mit allen physikalischen, mit allem drum und dran, aus nichts entstanden ist, weil es sowas wie die Heisenbergsche Unschärferelation gibt, weil es, und so könnte man sagen, es die Möglichkeit dazu gab. Das also ist sozusagen die Realität, die mögliche, eine mögliche Realität gab, in der es passieren konnte. Und da es zu dem Zeitpunkt sowas wie Zeit auch nicht gab, gab es auch keine Zeitbeschränkung, das auszuprobieren. Das heißt, man könnte jetzt rückwärts sagen, es ist dieses gesamte Universum aus einer gigantischen, aus irgendeiner Art Überlagerungszustand entstanden, weil es das konnte. Einfach nur so, aus dem absoluten Nichts. Ja, und es gibt keinen notwendigen Grund dafür, ist auch ganz wichtig zu verstehen. Damit möchte ich eigentlich zum Schluss kommen und euch noch ein paar Fragen gestatten. Ich weiß, es war sehr viel in sehr kurzer Zeit. Wir hatten nur eine ich hatte nach 3 Stunden gefragt, aber... Du hast jetzt so schnell geredet, sag mal, ich habe dir hier extra Wasser hingestellt. Danke. Keine Zeit für sowas. Nee. So, hat denn jemand Fragen an Steini? Dann bitte an einen von den 4 Mikrofonen im Gang hinstellen. Und die Leute, die jetzt gehen, bitte ganz leise durch die vordere Tür. Oh ja, fangen wir mal da drüben an. Das ist jetzt unsere rechte Seite 1, bitte. Ja, hi. Erstmal danke für den Vortrag. Und du hattest von den Quantenfluktuationen gesprochen. Die schienen mir so ein bisschen so beliebig, so als wenn da alle möglichen Quantenfluktuationen passieren könnten oder auch alles Mögliche da wahrscheinlich wäre. Deswegen würde mich jetzt interessieren, inwiefern vielleicht erst das Messen, also das Beobachten dieser Quantenfluktuation, was ja jetzt möglicherweise geschehen ist, auch da jetzt die sozusagen erst festgelegt hat, wirklich in ihrer Form. So. Das Problem mit der Messung der Quantenfluktuation ist, die kann man nicht ohne weiteres messen. Es gibt einen Effekt, den ein Herr Casimir vorhergesagt hat, deswegen heißt er auch der Casimir-Effekt, bei dem davon ausgeht, dass wir zwei sehr plane, gerade Platten sehr parallel metallisch eng aneinander bringen und da virtuelle Teilchen überall entstehen, aber die Quantenphysik uns sagt, dass nur Teilchen entstehen können in einem Raum, die ganze Teilchen sind. Das ist ja der Witz der Quantenphysik. Also zwischen den beiden Platten nur solche Teilchen entstehen können, wenn das die Platte ist und das, die halt da komplett oder doppelt oder dreimal oder viermal reinpassen, aber nicht so 2/3 oder anderthalbmal. Ja? Das heißt, zwischen diesen Platten können nur andere Teilchen entstehen als draußen, also weniger. Das müsste eigentlich dazu führen, dass diese beiden Platten aufeinander zutreiben, weil draußen mehr Teilchen
mit der Platte wechselwirken als innen. Das kann man messen. Diesen Effekt, diese Kraft kann man messen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob heute schon physikalisch allgemein anerkannt ist, dass diese Kraft wirklich durch den Casimir, den postulierten Quantenfluktuationseffekt entsteht. Aber was man tun kann, ist, man kann sie mathematisch entsprechend vorhersagen. Ja, und mathematisch kann ein beliebiges, eine eigentlich aus meiner Kenntnis, ich bin weder Quantenphysiker noch Kosmologe, aber meiner Kenntnis nach können theoretisch beliebige Teilchen entstehen und wieder vergehen. Das ist übrigens auch eine Ursache der sogenannten Hawkins-Strahlung, bei der solche Teilchenpaare genau an der Grenze des Ereignishorizonts eines schwarzen Loches entsteht und das eine Teilchen ins schwarze Loch reinsaust und das andere nach draußen, die finden sich auch nicht wieder. Das führt dazu, bizarrerweise, dass obwohl ein Teilchen in das schwarze Loch reingeht, das Loch Energie verliert, weil sonst würde ja der Energieerhaltungssatz nicht mehr stimmen. Und das führt dazu, dass alle schwarzen Löcher irgendwann verschwinden werden, wenn sie nicht neues Futter kriegen. Aber um die Frage zu beantworten, ja, solange man nicht hinschaut, werden diese Teilchen sowohl im Zustand, sie sind entstanden, als auch im Zustand, sie sind nicht entstanden, verweilen. Das könnte man getrost irgendwie so ein bisschen die Nullpunktsenergie nennen, die diese ganzen Esoteriker immer so treu versuchen irgendwie zu verwenden, ohne zu begreifen, dass das in Wirklichkeit so einfach wohl nicht gehen wird. Mit irgendwelchen Aluminiumfolien und so, aber ja, das könnte sein, dazu weiß ich tatsächlich zu wenig drüber. Ich glaube, dass diese Fluktuationen tatsächlich auch jeden beliebigen Zustand annehmen, den sie annehmen können, solange man nicht hinschaut, ja. Okay, danke schön. Wir gehen einfach mal der Reihe durch, auf der rechten Seite Mikrofon 2, bitte. Seht das? Ja. Ich hatte eine Frage, und zwar habe ich mal gehört, dass es so ist, dass man entweder den Ort bestimmen kann oder die Geschwindigkeit. Das ist richtig. Und dass eines dann immer unschärfer wird. Ja. Das heißt, ist es dann so, dass wir theoretisch den Männchen in Grün, also den Polizisten, erzählen könnten, ja, ihr könnt doch gar nicht wissen, ob wir da waren, weil entweder ihr könnt unseren Ort bestimmen oder ihr könnt unsere Geschwindigkeit bestimmen. Ja, das... Ja, das ist prinzipiell richtig. Wärest du ein Photon, würde das genau stimmen, da du aber, und deswegen ist auch eine bisher unbeantwortete Frage, gelten diese Quanteneffekte denn eigentlich für Objekte aller Größe? Je größer sie werden, umso viel mehr Energie bräuchte man auch, um das zu messen. Und irgendwann erzeugst du neue Teilchen beim Versuch, das zu messen. Das ist ein bisschen auch das Problem des Large Hadron Colliders, dass man kann zum Beispiel zwei Quarks nicht trennen, weil ich so viel Energie aufwenden muss, um sie zu trennen. Also je weiter die auseinanderkommen, umso größer wird die Energie, die sie zusammenziehende Kraft. Irgendwann muss ich so viel Energie aufgewandt haben, um sie zu trennen, dass ich ein neues Quark erzeugt habe. Und batsch, habe ich wieder zwei Quarks. Also ich kann die nicht trennen voneinander. Und so ist es ein bisschen auch mit dieser Überlegung. Du kannst ein makroskopisches Objekt, das hat auch so einen Effekt, ja, aber der ist so verschwindend gering. Der ist nicht messbar. Schade. Ja. Und dann eine Frage vom Internet, bitte. Hallo, wir hatten sehr viel Spaß auch im Netz. Und anschließend an die Frage gerade zum Thema Straßenverkehr auch die Frage, was müssen wir jetzt tun, wenn der Staat überwacht uns ja alle, damit sie wissen, dass wir da sind. Logisch. Nee, ja. Aber wir müssen uns ja jetzt in Quanten umwandeln, damit sie uns vielleicht nicht mehr beobachten können. Nee, das ist ja eigentlich Quatsch. Eigentlich sind wir hier nur da, weil sie uns beobachten. So müssen wir. Aber noch eine echte Frage vielleicht? Ich finde, das sind total echte Fragen. Hallo? Genau, zum Thema holographisches Universum und Simulation. Wie können wir denn feststellen, ob wir in einer Simulation sind? Oh, das ist schwierig. Da könnte man wieder eine Stunde drüber reden.
Es gibt Quanteninformationstheoretiker, die glauben, beweisen zu können, dass das der Fall ist. Die sagen, so wird, also da, und da hat, haben ja auch der Dalai Lama hat auch so seine liebe Not mit diesem Zufall. Er sagt zu Anton Zeilinger, naja, wenn er es wirklich beweisen kann, das mit dem Zufall, dann werden sie die Lehre ändern. Aber die Quanteninformationstheorie, übrigens eine sehr offenherzige Religion, in Anführungszeichen, wenn man so will, die bereit ist, aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse seine Lehre zu ändern, finde ich bemerkenswert. Das nur nebenbei, aber... es gibt einen Teil der Quanteninformationstheorie, die sagt, nee, es ist in Wirklichkeit anders. In Wirklichkeit sind wir selber ja auch ein quantenmechanischer Zustand. Das heißt, die Quanten, die bei uns anklatschen, sind dann wieder verschränkt mit Elektronen, mit irgendwie mit unserem Auge. Das wieder wird eine unendliche Kette der Verschränkung, wenn man so will, bis in unser Hirn hinein. Und in Wirklichkeit entscheidet sich das gar nicht. Das heißt, diese sogenannte Dekohärenz, dieser Zusammenbruch dieser Wellenfunktion findet gar nicht statt, sondern es passiert tatsächlich beides. Die Frage ist also, warum entscheidet sich wer und wie dazu, nur die eine Seite zu sehen und nicht die andere, die auch passiert ist. Das heißt, so die Quintessenz dieses Teils der Quanteninformationstheorie, die gesamte Welt ist reine Illusion. Die Frage ist, who the fuck is illusionized? Ja, who's the audience? Also wer ist eigentlich der Zuschauer in dieser großen Illusion, in diesem virtuellen Bild? Also die Frage ist im Augenblick nicht zu beantworten. Es gibt Theorien dazu, wie man das beantworten könnte. Ich halte die alle für Hanebüchen. George sagt hier auch, dass es gerade ein Experiment gemacht wurde und das Resultat war, dass wir nicht in einer Simulation leben. Also total eindeutig. Zum Thema Hologrammsimulation. Ja, das holographische Universum ist gerade, glaube ich, relativ plausibel. Das meint er. Es ist nochmal ein Unterschied. Eines ist Simulation, das andere ist das holographische Universum. Es sind zwei verschiedene Thesen. Da ist ein bisschen was durcheinander gegangen. Aber es gibt habe ich noch nicht ganz verstanden, deswegen wage ich mich nicht darüber so zu reden, aber es behaupten Leute, belegen zu können, dass wir nicht in einem holographischen Universum leben. Immerhin. Wir nehmen dann noch eine Frage aus dem Publikum hier, und zwar auf der linken Seite, Mikrofon 2. Okay, danke für den Vortrag. Ich fand, dass du auch zumindest teilweise ein bisschen angesprochen hast, dass es durchaus, teilweise ein bisschen schwierig zu verstehen, beziehungsweise gar nicht logisch erscheint, wie zum Beispiel Quantenmechanik. Das Problem, was ich mit dem Standardmodell allgemein habe, ist, wenn man in die Details schaut, wird es schwierig. Also zum Beispiel, wenn man in der Big Bang Theory denkt, dass die Rotverschiebung als Dopplerartigen Effekt gesehen wird. Ein Doppler-Effekt ist eine lineare Verschiebung in der Änderungsrate. Nun kann man aber zeigen zum Beispiel, damit das gar nicht ein linearer Effekt ist, sondern dass es eine Periodizität von 34 Kilometer gibt. Und man kann auch zum Beispiel ableiten, dass darin die Feinstoffkonstante kodiert ist. Nee. Doch. Ich kann Ihnen, können wir nachher zeigen. Gibt noch einige andere Sachen, oder zum Beispiel so Dinge wie Globular-Cluster. Ich zeig's dir nachher. Ich zeig dir die Ableitung und auch das Paper dazu, die das veröffentlicht haben. Ja. Man muss halt in die Details gucken und die Details, die passen einfach nicht. Ich kann Cosmology-Info sehr empfehlen, den letzten Newsletter zum Beispiel, die haben ungefähr 20 nicht theoretisch, sondern wirklich Dinge, die man gemessen hat, referenziert. Das sind peer-reviewed Papers. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Einfach nicht. Hast du mal die Schrödinger-Gleichung hergeleitet? Ja, also ich habe sie nicht persönlich. Ich fange nicht an, Dinge zu glauben, die irgendwelche Leute mal so daher erzählen, ohne verstanden zu haben, worum es wirklich geht. Ich finde es sehr schade, dass sich sehr viele Leute sehr viel Zeit damit geben, völlig an den Haaren herbeigezogene Theorien zu entwickeln und dabei so viel Zeit verschwenden, ohne sich die Mühe zu machen, das, was tatsächlich an Arbeit bisher geleistet ist, einmal verstanden zu haben. Es ist nicht so, dass die Physik plötzlich eine ganz neue ist durch die Quantenphysik. Es wird immer gesagt, ja, die Quantenphysik hat ja gezeigt, es könnte auch alles ganz anders sein. Das ist nicht der Fall. Auch die Relativitätstheorie tut das nicht. Die sind immer nur Präzisierungen der vorher bestehenden Physik. Sie lösen Ungereimtheiten und Probleme aus. Und erster Punkt hier,
Die Rotverschiebung ist nicht der Doppler-Effekt. Naja, das ist ein völlig falsch verstanden. Es ist nicht der Doppler-Effekt, die, ne, Entfernung der, zur Galaxien führt. Die wird als Ausbreitung okay, der Galaxien gesehen. Die, das war eine Frage. Dankeschön. Ihr könnt das ja auch noch auf dem Kongress noch weiter bequatschen. Ne? Stundenlang. Ab morgen stundenlang. Genau. Genau. Wir würden noch gerne ein paar weitere Fragen hier, und zwar auf der rechten Seite. Mikrofon 1, bitte. Wie wahrscheinlich oder was hältst du von der Theorie der Supersymmetrie? Supersymmetrie ist ein spannendes Thema. Ich stehe so ein bisschen mit der ganzen Stringtheorie auf Kriegsfuß. Sie ist sehr, sehr beliebig, meinen Augen nach. Sie hat schon ihren Charme. Ich verstehe auch, warum. Es sind ein paar mathematische Kniffe drin, die ich nicht so gerne mag. Unter anderem, ich hau hier mal einfach so ganz salopp raus, die Stringtheorie funktioniert, weil in einer bestimmten Mathematik die Summe aller natürlichen Zahlen von 1 bis unendlich minus 1 Zwölftel ist. Das kann man herleiten, das ist nur so ein bisschen fishy. So, ich habe meine Probleme damit. Sie erklärt ein paar Sachen ganz gut. Es gibt bis heute keinen einzigen Beleg dafür. Sie würde glaubst mathematisch du, dass man diese eleganter funktionieren, gäbe es zu jedem der Teilchen ein symmetrisches Teilchen, also zu den Fermionen ein Gluon und zu den Gluonen jeweils ein Fermion. Gäbe es also spiegelsymmetrische Teilchen zu den jeweiligen, dann würde alles deutlich besser funktionieren. Du glaubst nicht, dass man die findet. Okay, Entschuldigung, ich muss das unterbrechen, wir haben leider keine Zeit mehr. Wir können darüber stundenlang reden, noch wie Steini es sagt. Deswegen bitte trefft euch ab morgen wieder und einen großen Applaus an Steini. Vielen Dank.